Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Parteifreunde, meine Damen und Herren, auch mein Lebenslauf liegt Ihnen allen vor. Trotzdem weiß ich ja, dass ungefähr die Hälfte der hier Anwesenden mich persönlich nicht so gut kennt. Deswegen möchte ich die Gelegenheit benutzen und mich noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Borz, ich bin seit gestern 43 Jahre alt, in Leverkusen-Wiesdorf im St. Josef Krankenhaus geboren. Und wenn ich meinen Vorrednern richtig zugehört habe, was ich natürlich getan habe, habe ich ein bisschen den Eindruck, ich, der Kölner Kandidat, bin der Einzige, der wirklich in Leverkusen geboren ist. Und ich bin auch der Einzige, wo die, zumindest die Generation meines Vaters oder die Familie meines Vaters seit Generationen in Leverkusen wohnt. Ich mache es aber auf der Kölner Seite wieder gut. Die Familie meiner Mutter wohnt seit Generationen in Buchforst. Und ich denke, ich stelle schon in dieser familiären Tradition eine gewisse Symbiose dieses Wahlkreises dar. Ich habe nach Abitur und Bundeswehr, ich bin in Flittert aufgewachsen, in Mühlen zur Schule gegangen, nach Abitur und Bundeswehr zunächst eine kaufmännische Ausbildung als Wirtschaftsassistent bei der Bayer AG absolviert. War dann doch noch einige Zeit angestellt und habe mich danach entschlossen, ein Studium der Geschichte, der Politikwissenschaft und der Germanistik zu absolvieren. In meiner Promotion habe ich mich mit einem Thema befasst, das auch mit Leverkusen eng im engen Zusammenhang steht. Ich habe promoviert über Karl Duisberg und seinen Einfluss auf die deutsche Außenpolitik im Ersten Weltkrieg. Das Buch ist hier und wenn ich mich hier umgucke, auch von vielen Damen und Herren, die hier sitzen, erworben worden, einfach deshalb, weil Duisberg ja eine ganz prominente Rolle bei der Verleihung der Stadtrechte an die Stadt Leverkusen gespielt hat. Und die Stadtrechte der Stadt Leverkusen sind ja für viele Kommunalpolitiker hier nach wie vor ein ganz, ganz großes Thema. Ich war während meines Studiums praktisch permanent als fester freier Mitarbeiter oder Werkstudent bei der Bayer AG beschäftigt und bin dann auch unmittelbar nach der Promotion wieder eingestellt worden. Und zwar im Geschäftsbereich Unternehmenskommunikation, war dort Referatsleiter Gesellschaftspolitik. Das bedeutet, ich war zuständig für den Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen, vor allen Dingen unternehmenskritischen Gruppen, aber auch mit Kirchen. Ich habe zum Beispiel regelmäßig Hintergrundgespräche geführt mit dem Superintendenten der Evangelischen Kirche hier in Leverkusen, damals Herr Wendt. Seinen Nachfolger habe ich leider nicht mehr kennengelernt, denn ich habe dann das Angebot bekommen, für die Bayer AG in Berlin die Konzernrepräsentanz zu gründen und war deswegen zwischen 2003 und 2007 für Bayer zuständig für Kontakte zum Bundestag und zur Bundesregierung. Bevor ich darauf eingehe, welche bundespolitischen Erfahrungen ich in diesem Zusammenhang machen konnte und mit welchen bundespolitischen Themen ich mich in diesem Zusammenhang befasst habe, vielleicht ein kleiner Exkurs zu meiner eigenen politischen Karriere. Ich bin seit mehr als 10 Jahren Vorsitzender der CDU im Stadtbezirk Köln-Mülheim. Mülheim ist von der Einwohnerzahl mit etwa 150.000 Einwohnern der größte der Kölner Stadtbezirke und ist auch von der Mitgliederzahl innerhalb der CDU immerhin der zweitgrößte Stadtbezirk. Wenn ich mich nicht sehr verrechnet habe, bin ich mit dieser 10-jährigen Amtszeit nach dem Blömer in Lindenthal, der am längsten amtierende Parteivorsitzende in einem Kölner Stadtbezirk. Ich bin zugleich seit 1999 Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Mülheim und war die ersten 5 Jahre zwischen 1999 und 2004 dort auch stellvertretender Bezirksbürgermeister. Die Rolle der Bezirksvertretungen in Köln ist eine etwas andere als hier. Die Bezirksvertretungen in Köln haben eigene Bezirksrathäuser und dementsprechend auch eine eigene Bezirksverwaltung. Das heißt, die Durchgriffsrechte in Verwaltungstätigkeiten sind also deutlich größer als in Kommunen, wo es diese Voraussetzungen nicht gibt. Ich habe mal gezählt, ich habe in dieser ganzen Zeit etwa 10 bis 12 Wahlkämpfe gemacht, davon 3 Bundestagswahlkämpfe, mehrere Landtagswahlkämpfe, eine ganze Reihe von Kommunalwahlkämpfen und ich war 2-mal selber auch Spitzenkandidat meiner Partei für die Kommunalwahl im Stadtbezirk Mülheim. Ich habe es schon angedeutet, in meinen fast 5 Jahren, die ich in Berlin verbracht habe für Bayer,
habe ich natürlich eine ganze Reihe an Damen und Herren kennengelernt, eine ganze Reihe an Politikern, auch aus Nordrhein-Westfalen, auch weit über den Bezirk Mittelrhein hinaus. Ich persönlich gehe davon aus, dass mir das bei der Listenaufstellung, bei der Aufstellung der Landesreserveliste gewisse Vorteile bringen wird. Aber das ist nicht der Punkt, auf den ich hier eigentlich hinaus will. Wichtig ist für mich, Ihnen zu sagen, dass ich dabei natürlich mit einer ganzen Reihe von Themen in Berührung gekommen bin, die beim nächsten Jahr, die im nächsten Jahr beim Bundestagswahlkampf eine ganz bedeutende Rolle spielen werden. Dazu zählen natürlich die Gesundheitspolitik, dazu zählt natürlich ganz allgemein die Wirtschaftspolitik, dazu gehören steuerpolitische Fragen, dazu gehören Bildung und Forschungsfragen, dazu gehören Sozialfragen und dazu gehören aber auch Fragen der Energie- und der Klimapolitik. Und wenn wir uns die Themen jetzt alle mal ansehen, dann werden wir doch feststellen, das sind nicht nur Themen, die einen Riesenkonzern wie Bayer betreffen, sondern das sind Themen, die betreffen jeden Einzelnen von uns. Denn sie haben alle in irgendeiner Form irgendwas damit zu tun, was bleibt eigentlich dem Bürger am Ende des Monats von seinem Verdienst überhaupt noch in der Tasche? Was kann er eigentlich noch für andere Dinge ausgeben, als für Gesundheit, als für Energie und für ähnliche Themen? Und wenn wir ehrlich sind, jeder von Ihnen als CDU-Funktionär, als Parteipolitiker, spricht oft mit Bürgern genau über diese Frage. Und wir hatten in den letzten beiden Jahren einen gefühlten Aufschwung. Trotzdem hatte der Großteil der Bürger, sehr, sehr viele Menschen, das Gefühl, dass von diesem Aufschwung bei ihm selber überhaupt nichts ankommt. Und meine Damen und Herren, wenn wir uns hier alle mal in die Augen sehen als CDU-Politiker, dann müssen wir uns ganz ehrlich eingestehen, daran sind wir als CDU mit Schuld. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Nach der für uns sehr unglücklich verlaufenen Wahl 2005, wo es der SPD gelungen ist, unsere Reformprogramme als neoliberale Schandpapiere zu brandmarken, so lange, bis einige von uns das selber geglaubt haben, haben wir die Lehre gezogen, wir dürfen den Leuten überhaupt keine Reformen zumuten. Im nächsten Jahr, meine Damen und Herren, ist die Situation wieder eine völlig andere. Wir werden im nächsten Jahr eben keinen Sonderaufschwung mehr haben. Der Aufbau von Arbeitsplätzen, der Aufbau von Beschäftigung ist am Ende dieses Jahres vorbei. Wir werden wieder 300.000 offene Stellen weniger haben als zu Beginn dieses Jahres. Die großen Wirtschaftsinstitute prognostizieren ein Nullwachstum bis 0,2%. Und in dieser Situation wird es darauf ankommen, dass wir als CDU endlich aufhören, uns mit der SPD gemein zu machen, uns von denen in der großen Koalition einlullen zu lassen, sondern wieder als das auftreten, was wir eigentlich sind, nämlich die Partei, die die zentralen Reformen für die Zukunft dieses Landes zu bieten hat.